Jesus noch einmal hier. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu einer Gedenkveranstaltung der Philosophischen Fakultät 3 Erziehungswissenschaften aus Anlass des 75. Todestages von Adolf Reichwein. Erinnert werden soll daher an einen verdienstvollen Pädagogen und das ist für uns wichtig, an einen Lehrerbildner, hier in Halle insbesondere, und Widerstandskämpfer, der eben in den Anfang der 1930er Jahre hier einen beruflich und familiär bedeutsamen Lebensabschnitt durchlaufen hat. Adolf Reichwein ist seither mit der Stadt Halle und der hiesigen Lehrerbildung verbunden. Er wurde in Halle auch wiederholt geehrt. So wurde, nachdem das Reichwein-Gymnasium bei einer Fusion den Namen verlor, die Hallische Volkshochschule nach Adolf Reichwein benannt und die Hallische SPD hat ihr städtisches Domizil in der Großen Merkerstraße ebenfalls nach Adolf Reichwein benannt. War Adolf Reichwein doch im Oktober 1930 hier in die SPD eingetreten. Zudem erinnert ein Relief am Giebichenstein-Gymnasium Thomas Münzer an den Widerstandskämpfer Adolf Reichwein und seine Tätigkeit als Professor für Geschichte und Staatsbürgerkunde an der Pädagogischen Akademie Halle, die in diesem Institut, diesem Gebäude untergebracht war. Das ist das Hauptgebäude des Giebichenstein-Gymnasiums Thomas Münzer. Es war damals das Hauptgebäude der Pädagogischen Akademie Halle. Diese Gedenkveranstaltung findet bewusst hier im Hans-Arbeck-Haus statt, denn Hans Arbeck war nicht nur 1932/33 Kollege Adolf Reichweins an der Pädagogischen Akademie Halle. Hans Arbeck hat vielmehr als Verantwortlicher für den Aufbau der Lehrerbildung im Rahmen der Pädagogischen Fakultät der Martin-Luther-Universität ab 1946 an konzeptionellen und organisatorischen Ideen der Pädagogischen Akademie angeknüpft und diese in die Lehrerbildung der Martin-Luther-Universität nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges eingebracht. Insoweit wurde durch Hans Arbeck ein Faden aufgenommen und weitergeführt, der die Arbeit der Pädagogischen Akademie aus den frühen 1930er Jahren mit der Pädagogischen Fakultät nach 1945 und damit mit der Lehrerbildung an der Martin-Luther-Universität verbindet. Ich darf Sie ganz herzlich alle begrüßen. Herausheben möchte ich, dass Sabine Reichwein, die Tochter von Adolf Reichwein, zu uns gekommen ist für diese Veranstaltung. Ganz herzlichen Dank dafür und herzlichen Gruß. Ich darf nun den Vorsitzenden des Stadtverbandes der SPD und Landtagsabgeordneten, Herrn Dr. Andreas Schmidt, um ein Grußwort bitten. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Reichwein, vor fast genau 75 Jahren wurde Adolf Reichwein ermordet. Es war Mord im Namen des Staates, eben kein vollstrecktes Urteil im Namen des Volkes. Das Volk saß in den Oktobertagen 1944 regelmäßig in Bombenkellern und war schon seit Jahren nicht mehr gefragt worden, ob es mit dem Handeln des Staates einverstanden sei. Morgen wird eine Tagung zu Adolf Reichwein als Pädagoge, Erziehungswissenschaftler und Lehrerbildner in Halle stattfinden. Es ist Herrn Professor Wenzel zu danken, dass nicht nur diese Tagung stattfindet, sondern dass Adolf Reichwein in die Traditionslinie dieser Fakultät adoptiert worden ist. Und ich finde das ganz wunderbar als einer, der 1987 bis 89 an eben jener erweiterten Oberschule Adolf Reichwein seine Schultasche durchs Haus getragen hat, dass das geschieht, dass in dieser Stadt der Name, die Erinnerung an den Mann Adolf Reichwein
bewahrt wird, nachdem es diese Schule nicht mehr gab. Und dass am Thomas-Münzer-Gymnasium diese Tafel hängt, hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass der heutige Schulleiter des Thomas-Münzer-Gymnasiums in eben jenen Jahren 1987 bis 89 seine ersten Schritte im Schuldienst an genau dieser erweiterten Oberschule gemacht hat als ganz junger Lehrer. Ich habe ihn dort im Unterricht tatsächlich erlebt. Wenn wir uns heute Abend hier versammeln, dann ehren wir vor allem den Mann des Jahres 1944, den Mann des Widerstands, der den Mut hatte, gegen die Nationalsozialisten sein Leben zu riskieren und es gegeben hat. Zu dem Mann des Jahres 1944 gehört aber auch der Mann des Jahres 1920, des Jahres 1923 und des Jahres 1931. Und darauf will ich ganz kurz den Blick lenken. Den politischen Menschen, der Politik machte, lange bevor er der SPD beitrat. Nicht nur, sehr geehrte Damen und Herren, im alltäglichen Sprachgebrauch, auch in den einschlägigen Fachwissenschaften ist eine irreführende Begriffsverwendung des Begriffs Politiker verbreitet. Eine, wie ich finde, gefährlich irreführende Verwendung. Sie unterscheidet zwischen dem und der Politikerin und dem Politiker als Berufspolitiker und dem Wahlvolk. Sie unterscheidet zwischen Politik machen, gemacht von Profis, und Gegenstand von Politik sein, zwischen Spielfeld und Zuschauerbank. Diese Unterscheidung bestimmt ganz selbstverständlich das Denken einer großen Mehrheit der Menschen in diesem Land und auch von Intellektuellen, auch in Sozialwissenschaften. Auch in der Akademie ist dieses Rollenbild als Selbstbild, nicht auf dem Spielfeld zu sein, sondern auf der Zuschauerbank, ziemlich verbreitet. Adolf Reichwein hat schon als Student in der Marburger Akademischen Vereinigung und danach in allen Stationen seines Lebens ganz selbstverständlich das Gegenteil dieser Unterscheidung gelebt. Die hallischen Teeabende in den frühen 30er Jahren waren nicht nur Orte des Zusammentreffens zwischen Studierenden und dem Lehrer und der Erweiterung des Horizonts der Bildung. Sie waren eben auch Orte der gelebten politischen Partizipation, von denen es damals nicht nur in Halle, sondern in ganz Deutschland viel zu wenig gab. Zu dieser Partizipation gehört, ich hoffe nicht nur in meiner Sicht, weit mehr diese stete und notwendigerweise breite, wenn es denn funktionieren soll, Debatte über die öffentlichen Angelegenheiten, über den Kreis der Berufspolitiker, Verbände und Parteien hinaus. Und zwar viel mehr, denke ich, als die reine Stimmabgabe oder das formale demokratische Verfahren, auf dem wir zu Beschlüssen und Gesetzen kommen. Der Strom dieser Debatte und ihr Ergebnis, gern vereinfachend die öffentliche Meinung genannt, konstituieren Demokratie als Organisationsform weit nachhaltiger als diese formalen Prozesse. Als Reichwein unter dem Eindruck der Herbstwahl 1930 in die SPD eintrat, war seine Entscheidung sicher eher von dem Empfinden einer Pflicht zur direkteren Teilnahme am Schicksal der deutschen Demokratie motiviert, als von innerer Zugehörigkeit zu der Partei, die er vorfand. Die Weimarer Sozialdemokratie, sehr geehrte Damen und Herren, war noch weit von Godesberg entfernt. Staatsskeptisch, organisationszentriert, in einem auf Klassenunterschiede fixierten Denken gefangen, noch immer in Erwartung eines quasi automatischen, ökonomisch alternativlos vorgegebenen Übergangs in einen nicht näher definierten Sozialismus, war sie trotz einiger weniger Anknüpfungspunkte für nicht-marxistische Intellektuelle eher ein schwieriges Umfeld, ein Umfeld, in das man hineinging, um es zu verändern und nicht so sehr, weil man da die natürliche Heimat fand. Reichwein tat das. Ebenso wie es Theodor Haubach und Carlo Mierendorf in der ersten Krise der Republik 1920 getan hatten. Er tat das, was Carlo Schmitt nicht tat und dann später nach 1945 als einen großen Fehler seines Lebens und dessen vieler anderer bezeichnet hat. Adolf Reichwein, sehr geehrte Damen und Herren, war ein Mann, der, wo er wirkte, untilgbare Spuren hinterließ. Die Begeisterung wirkt noch über Generationen später und ganz sicher hat sie, Herr Professor Wenzel, ja auch
angesteckt. Er hat die Menschen, mit denen er zu tun hatte, beeindruckt und verändert. Und das gilt auch für die Orte. Das gilt vielleicht für seine hallische Zeit ganz besonders. Hier hat er Schulen gegründet und Institutionen geschaffen und beeinflusst, weil er hier große Möglichkeiten hatte. Die Tagung morgen wird das behandeln. Ich bedauere das sehr, nicht dabei sein zu können. Aber der Landtag tagt und das ist eine Verpflichtung für Abgeordnete desselbigen, sich dann dort auch aufzuhalten. Wie er in der hallischen SPD wirkte, wissen wir nicht. Nicht nur die Organisationsakten der Sozialdemokratie, auch aller anderen demokratischen Parteien und Organisationen sind bis auf wenige Bruchstücke verloren, auch alle lebendige Erinnerungen an die lokale Partei. Ich bin sicher, würde solche Erinnerungen an Adolf Reichwein gefunden, und ich glaube, wir beide würden uns wünschen, dass das geschehe, würde sie auch von solchen untilgbaren Spuren berichten. Aus dem Kreis, der sich um Ernst Tape nach 1945 in der Provinz Sachsen im Volksbildungsministerium dieser neuen Regierung nach 1945 fand und versuchte, eine neue Welt des Lehrens und Lernens aufzubauen und durchhielt, bis es buchstäblich nicht mehr ging, bis man verhaftet wurde oder vor der Verhaftung fliehen musste, trug sicher jeder derer, die da mitwirkte, ein Stück Erinnerung in sich. Ich denke da zum Beispiel an den späteren hallischen Stadtschulrat Edwin Bernhard, der als junger, reformpädagogisch orientierter Lehrer genau zu der Schülergeneration von Adolf Reichwein gehört hat. Wir stehen, sehr geehrte Damen und Herren, nicht im Weimar des Jahres 1931. Die Zeiten sind andere, die Bedingungen auch, aber die Zutaten, deren Gemisch den Januar 1933 möglich machte, sind zu einem guten Teil da und die Alchemisten des gesellschaftlichen Sprengstoffs auch. Wer einsame Wölfe für einsam und wer die Frage, wie weit wir von einem rechten Staatsstreich entfernt sind, für absurd und abwegig hält, der kann sich durch die Lektüre aktueller Plenarprotokolle deutscher Parlamente leicht selbst eines Besseren belehren. Es ist Zeit, von der Zuschauerbank sich auf den Weg zu machen in Richtung Spielfeld, wenn wir mit unserer Demokratie um die Kurve kommen wollen. Der Ort, sehr geehrte Damen und Herren, an dem Diktaturen wachsen, ist nämlich nicht der Kanal unter dem Spielfeld, obwohl das gern so wahrgenommen wird und für viele sich so darstellt. Die Extremen, die sich dort versammeln, gab es immer und wird es immer geben. Es ist die Zuschauerbank der Demokratie, auf der Diktaturen ermöglicht werden, nämlich dann, wenn die Leute da verbleiben und möglicherweise sogar dort einschlafen. Reichwein hat das gewusst und in diesem Wissen gehandelt. Ich bin, sehr geehrte Damen und Herren, nicht nur ein stolzer Reichwein-Schüler, ich bin mit meinem Wahlkreisbüro auch Mieter in einem Haus, das wir ganz bewusst nach einer langen Diskussion, wie wir das machen wollen, Adolf-Reichwein-Haus genannt haben. Und wenn ich es betrete, dann denke ich an sein Vorbild und an die Aufgabe, die sein Leben und seine Ermordung hinterlassen. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Ich möchte, bevor ich dann Herrn Dr. Amlung das Wort gebe, eine ganz kurze Einleitung noch geben zu Adolf Reichwein in Halle und ein paar Besonderheiten ansprechen, die häufig in Biografien so nicht herausgearbeitet werden. Die Berufung des damals 31-jährigen Adolf Reichwein an die neu gegründete Pädagogische Akademie in Halle war unzweifelbar ein Höhepunkt im Leben Reichweins. Als Adolf Reichwein im Februar 30 den Ruf als Professor für Geschichte und Staatsbürgerkunde an die neu begründete Akademie in Halle erhielt, war er nach dem Scheitern seiner ersten Ehe familiär ungebunden. Er war unmittelbar zuvor Leiter der Pressestelle im preußischen Kultusministerium und zugleich persönlicher Referent des parteilosen preußischen Kultusministers Karl Heinrich Becker. Diesen kannte er bereits seit Anfang der 1920er Jahre, als er in Berlin in der Volkshochschulbewegung arbeitete. Als Karl Heinrich Becker Anfang 1930 nach einer Kabinettsumbildung aus dem Kabinett Braun ausschied, der Nachfolger von
Grimme wurde dann Adolf Grimme. Als also Becker ausschied, gab Reichwein seine Stelle im Kultusministerium auf. Es gelang ihm jedoch, was sicher eine Besonderheit war, gewissermaßen als Quereinsteiger in das neu gebildete Kollegium der Pädagogischen Akademie in Halle berufen zu werden. Adolf Reichwein wurde nicht als Pädagoge berufen, sondern als Professor für Geschichte und Staatsbürgerkunde und damit für einen inhaltlichen Bereich Staatsbürgerkunde, der durch die Weimarer Verfassung gefordert wurde, aber erst noch inhaltlich ausgestaltet werden musste. Dieser inhaltlichen Aufgabe stellte sich Reichwein mit Kreativität und großem Engagement. Er baute dabei auf seinen vorausgehenden ökonomischen und soziologischen Studien über die Rohstoffwirtschaft und die gesellschaftlichen Entwicklungen, die er auf seinen Auslandsreisen in USA, Japan und Mexiko betrieben und auch mit gutem Erfolg publiziert hatte. Die Tantiemen aus seinen Veröffentlichungen ermöglichten es Adolf Reichwein, sich ein kleines Flugzeug anzuschaffen, durch das er in Halle bald als der fliegende Professor bekannt wurde. Adolf Reichwein kam nicht aus der universitären pädagogischen Diskussion, sondern vielmehr aus der Volkshochschulbewegung, die aber ebenfalls durch Jugendbewegung und Reformpädagogik stark beeinflusst war. Hier hatte er bereits pädagogisch gearbeitet und sein Verständnis von Bildung entwickelt, in dem insbesondere das Zusammenführen von Menschen unterschiedlicher Herkunft eine große Rolle spielte. Adolf Reichwein kam zu einem Zeitpunkt nach Halle, zu dem der Strudel der Weltwirtschaftskrise Deutschland bereits erreicht hatte. Das führte zu dramatisch wachsender Arbeitslosigkeit und politisch zu einem enormen Anwachsen der Stimmen der NSDAP bei den verschiedenen Wahlen. Der Wahlerfolg der NSDAP bei den Reichstagswahlen im September 1930 führten Adolf Reichwein dann dazu, dass er im Oktober 30 in Halle in die SPD eintrat. Er bezeugte damit sein Bekenntnis für die Weimarer Republik und auch seine Bereitschaft, sich für deren konstruktive Entwicklung einzusetzen. Es kam aber auch die Erkenntnis zum Ausdruck, dass ein politischer Einfluss auf die bildungspolitische Entwicklung, auf die politische Entwicklung ohne Bindung an eine politische Kraft nicht mehr möglich war. Darauf haben Sie ja auch hingewiesen, dieses Abseitsstehen bringt nicht weiter. Adolf Reichwein hatte vor seinem Beitritt in Halle bereits einen der bildungspolitisch aktivsten Vertreter der hallischen SPD kennen und schätzen gelernt, den Rektor der Weltlichen Schule Nord bzw. der Brunnenschule, die ihren Standort in unmittelbarer Nähe der Pädagogischen Akademie hatte, Hugo Görsch. Edwin Bernhard, den Sie nannten, war der Rektor der Weltlichen Schule Halle Süd, also parallel zu Görsch. Die beiden waren die Vertreter der weltlichen Schulen hier in Halle. Die Kinder von Hugo Görsch, sie besuchten selbst die Brunnenschule, konnten sich an wiederholte Besuche Reichweins bei der Familie Görsch erinnern. So wurde auch weitergegeben, dass Adolf Reichwein mit seinen Studenten lieber in der weltlichen Schule, der Brunnenschule, hospitierte, als in den offiziellen Akademieschulen. Hugo Görsch nahm zudem teil an den Teeabenden, die Adolf Reichwein in seiner Wohnung Landrhein 144 veranstaltete. Mit dem Kontakt zu Hugo Görsch und den weltlichen Schulen hatte Adolf Reichwein auch Kontakt zu dem Netzwerk der haldischen Arbeiterkultur- und Sportvereine, deren Mitglieder die wesentlichen Träger der weltlichen Schulen waren. Zu diesem Netzwerk gehörten insbesondere die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Lehrerinnen und Lehrer, die Freidenker, die Naturfreunde, die Kinderfreunde, die Arbeiterwohlfahrt. Adolf Reichwein nahm selbstverständlich auch Kontakt auf zur Hallischen Volkshochschule, wo er als Referent auftrat. An der Pädagogischen Akademie Halle und den zugeordneten Akademieschulen wurde in kurzer Zeit
in der kurzen Zeit ihrer Existenz ein fortschrittliches Modell der Volksschullehrerausbildung realisiert. Ein engagiertes Kollegium entwickelte ein anregungshaltiges Studium und ein vielfältiges Akademieleben und fand damit Antworten zu grundlegenden, noch heute virulenten Problemen der Lehrerbildung. An der Ausgestaltung hat Adolf Reichwein in seiner Hallenser Zeit prägend mitgewirkt. Bedauerlicherweise konnten die pädagogischen Akademien nicht in Ruhe ihre reformorientierte und auch heute noch interessante Studienpraxis entfalten. In Preußen endete die Akademieherrlichkeit abrupt, als die zweite Sparverordnung 1931 vorschrieb, die pädagogischen Akademien sind durch Verringerung ihrer Zahl und durch Verschmelzung ihrer Lehrkörper umzubilden. Schon im zweiten Jahr stand also die Hallische Akademie unter massiven Sparzwängen und war als eine von fünf Akademien von der Schließung bedroht. Die äußere Bedrohung führte im Kollegium zu einem gemeinsamen Abwehrkampf, der Ende 31 erst einmal erfolgreich war. Es wurde allerdings im Frühjahr 32 kein neuer Studienjahrgang aufgenommen. Es kamen vielmehr Studenten des zweiten Jahrgangs aus anderen Akademien nach Halle, insbesondere aus Cottbus und Erfurt, die dann im März 33 gemeinsam mit den in Halle zuvor Immatrikulierten ihre Examina absolvierten. Ich möchte zur Einschätzung der Arbeit Reichweins an der Pädagogischen Akademie in Halle eine Hallenser Studentin, Gertrud Penner, kurz zitieren. Ich glaube, gerade seine jugendliche Kühnheit, sein alle Schwierigkeiten überwindender Wille, sein Drang, immer Neues kennenzulernen, die ganze Welt und der Hauch von tatsächlich erlebten Abenteuern, der ihn umwehte, machten uns jungen Menschen den Flugzeugprofessor anziehend, dass er mit uns lebte, alles mit uns teilte, unser Kamerad war, gab ihm den Einfluss, den er auf uns hatte. In Halle wurden im April 33 bis auf zwei Dozenten alle anderen aufgrund des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums einstweilig beurlaubt. Die Pädagogische Akademie wurde in Hochschule für Lehrerbildung umbenannt. Neue linientreue Dozenten wurden eingestellt. Ein neuer Studiengang ohne Mädchen wurde immatrikuliert. Lehrerbildung wurde weiterhin betrieben, aber nun auf der Grundlage nationalsozialistischer Ideologie. Neben der beruflichen Entwicklung gab es für Adolf Reichwein in Halle, aber auch im familiären Bereich eine hochbedeutsame und nachhaltige Entwicklung, auf die ich noch eingehen möchte. Adolf Reichwein lernte im Sommer 1932 seine spätere Frau Rosemarie Pallert kennen. Sie war im Frühjahr 32 nach Halle gekommen, hatte eine Stelle als Sportlehrerin angetreten und als Dozentin die Turn- und Sportlehrerinnenausbildung an der Pädagogischen Akademie übernommen. In ihrer autobiografischen Schrift, die ich kurz zitieren möchte, "Die Jahre mit Adolf Reichwein prägten mein Leben", schreibt sie. Sie schreibt, dass in der Pädagogischen Akademie ein junger Professor Geschichte und Staatsbürgerkunde lehrte, an dessen Vorlesungen ich teilnahm. Er war gegen die nationalsozialistische Bewegung, sowie auch meine Familie. Der junge Professor, auf den ich aufmerksam wurde, war Adolf Reichwein. Er war bei den Studenten sehr beliebt und lud sie auch zu sich in seine Wohnung kommen, um mit ihnen aktuelle Fragen zu diskutieren. Sie nannten ihn Edolf. In der Akademie sorgte er für Landschulpraktika im Sommer mit den werdenden Lehrern und im Winter fuhr er mit ihnen zu Skilagern ins Riesengebirge. Dazu kam, dass er ein eigenes kleines Sportflugzeug flog, eine Klemm aus Spanholz und Seide mit nur zwei offenen Sitzen hintereinander. Er hatte schon einige heikle Flüge hinter sich gebracht und schwärmte von Nachtflügen. Bei einer Tanzveranstaltung mit den Dozenten und ihren Frauen, die mein Bruder und ich veranlasst hatten, trat er mir aus Versehen auf den Fuß und fragte,
womit er das gut machen könne. Ich verlangte einen Nachtflug. Da wurde er stutzig, fand das doch zu riskant und versprach einen Tagflug. Es kam tatsächlich im Herbst 32 zu gemeinsamen Flugerlebnissen, die zum Ausgangspunkt für Liebe und Ehe wurden. Die Verlobung fand am 30. Januar 1933 in Berlin statt, am Tag der Machtergreifung durch die Nazis. Die Hochzeit fand dann am 2. April 1933 statt, als das jungvermählte Paar von der Hochzeitsreise, die sie nach Italien führte, zurückkam, fanden sie ihre einstweilige Beurlaubung vor. Am 5. Mai, und damit komme ich zum Schluss, schrieb Adolf Reichwein noch aus Halle an seinen Freund Robert Curtius: Das letzte Semester hier war sehr anstrengend. Ich kam kaum zu persönlichen Dingen. Die kargen Ferien, das heißt, den April habe ich genutzt, um mit meiner Frau, wir haben am 2. April geheiratet, nach Italien zu reisen. Es war etwas von Flucht dabei und es hat köstlich wohlgetan. Rom war wieder überwältigend für mich, wie immer. Nun bin ich beurlaubt und werde wohl demnächst ohne Pension übrigens entlassen. Es ist schon ein merkwürdiges Schicksal, bei solcher Leidenschaft für Wirken an der Jugend, an Volk und Nation. Aber der totale Staat macht ganze Arbeit. Wir sind bei alledem aber beide heiter und gelassen. Ich spüre mächtiger denn je, was sittliche Gewissheit und gutes Gewissen einem bedeuten können, wie viel Kraft einem von da kommen können. Mein Koordinatensystem ist unerschüttert, mein Lieber. Es tut wohl, einige Menschen zu wissen, die noch in Ordnung sind. Damit möchte ich diese kurze Einleitung beenden und darf nun ganz herzlich begrüßen und um sein Wort bitten Herrn Dr. Ulrich Amlung, der schon vor Jahren eine ganz wichtige Biografie zu Adolf Reichwein herausgegeben hat und lange Jahre intensiv im Reichwein-Verein mitgearbeitet hat und eine vierbändige Gesamtausgabe der Schriften Reichweins mit Karl Christoph Lingelbach zusammen herausgegeben hat. Herzlichen Dank. Suche ich erstmal nach Platz. Wenn man älter wird, hat man so ein ganzes Equipment noch mit Hilfsmitteln. Das müsste auf dem Desktop in einem eigenen Ordner liegen. Das könnte sein, ja. Ja, und das erste, dass man das. Ja, prima, das klappt. Und das ist jetzt die Fernbedienung. Das ist okay. Nee, das war jetzt schon groß eben, ja. Das passt. Ja, vielen Dank, Herr Wenzel, dass Sie mir jetzt hier auch geholfen haben und mich eingeladen haben zu dem Vortrag heute Abend in der Gedenkfeier zum 75. Todestag Adolf Reichweins. Sie erinnern sich wahrscheinlich noch daran, dass ich anfangs ein bisschen gezögert hatte, zuzusagen, weil ich nach dem Abschluss der fünfbändigen Werkausgabe, war sogar noch einer mehr, war ich so erschöpft, dass ich, das war vor wenigen Jahren ja erst abgeschlossen worden, das Riesenwerk. Und dann hatte ich mir vorgenommen, jetzt erstmal keine Anfragen positiv zu beschalten, sondern eher zu sagen, ich warte noch ein bisschen, bis sich das Ganze gesetzt hat. Aber Sie haben dann so in Ihrer freundlichen Art nochmal nachgefasst und dann konnte ich mich nicht verschließen Ihrem Anliegen. Also deswegen bin ich hier und begrüße Sie alle ganz herzlich. Es sind viele Leute, die mit Reichwein sicherlich was anfangen hier.
nehme ich an, Lehrer, Volkshochschulleiterin sehe ich. Sabine, vielen Dank, dass du gekommen bist. Wir haben uns auch jetzt längere Zeit nicht mehr gesehen. Und ich freue mich, Ihnen heute noch ein bisschen mehr fokussiert auf andere Stationen als die Station Reichweins hier an der Akademischen Akademie, in die Pädagogische Akademie hier in Halle. Ich fange an, ein bisschen biografisch eng zu führen, aber auch die anderen Etappen seines beruflichen Wirkens zu beleuchten und natürlich auf den Widerstand, um den kommt man ja in diesen Tagen nicht umhin. Ich beginne mit einem Foto, das Adolf Reichwein vor dem Volksgerichtshof zeigt, und zwar am 20. Oktober 1944, also vor 3 Tagen und vor 75 Jahren. Das Bild habe ich mal auf mich wirken lassen und habe folgende Gedanken mir dazu aufgeschrieben. Vor dem Volksgerichtshof in Berlin, der Volksgerichtshof war im Gebäude des ehemaligen Kammergerichts untergebracht. Das sieht man hinten an den barocken Säulen und dem Portal. Beginnt der Prozess gegen 4 sozialdemokratische Verschwörer des 20. Juli, des Attentats auf Adolf Hitler. Ein Standfoto hält eine Szene aus diesem Schauprozess fest. Es zeigt den Gerichtssaal, überragt von einem mächtigen barocken Portal im zentralen Hintergrund, das mit den Machtinsignien des NS dekoriert ist. Links davon Stuhlreihen mit Zuschauern in Uniform und in Zivil. Am rechten Bildrand auf der Anklagebank die politischen Freunde Gustav Dahrendorf, Julius Leber und Hermann Maas. Zwischen ihnen Polizisten mit Tschakko, das ist diese spitz zugespitzte Haube. In der Reihe davor an Tischen Anwälte in schwarzen Roben. Im Bildvordergrund schließlich die Richterbank mit den Vertretern der NS-Justiz. Nur wenige Meter davor, davon entfernt, in der Bildmitte, steht ein Mann. Hager, mit eingefallenen Wangen und fliehendem Haaransatz, in zerschlissenem und zu groß wirkendem Anzug, allen erlittenen Misshandlungen und Demütigungen während der mehrmonatigen Folterhaft zum Trotz ungebeugt und aufrecht, seinen Blick fest und konzentriert auf den ihm mit dem Gesicht zugewandten Vorsitzenden Richter Freisler gerichtet. Aufrechter Gang, wie der Philosoph Ernst Bloch diese Haltung einmal nannte. Gustav Dahrendorf, der einzige Überlebende dieses Prozesses am 20. Oktober 1944, ist am rechten Bildhintergrund der direkt rechts von Reichwein sitzende, daneben auch ein mit einem Tschakko bekrönter Polizist. Also Gustav Dahrendorf, der einzige Überlebende dieses Prozesses, hat Szenen im Verlauf der Verhandlung festgehalten. Die Verhandlung, ich zitiere daraus, trug alle Züge eines Schau- und Tendenzprozesses. Freisler schrie, gestikulierte. Keine Formulierung ohne entsetzliche Bosheit oder Brutalität. Kein Fünkchen Menschlichkeit, keine Andeutung auch nur formalen Rechts. Im Ablauf der Verhandlungen gegen Adolf Reichwein gab es einen großen und erschütternden Abschnitt. Reichweins Offizialverteidiger, dem jeder Versuch eines Einwands zu den Tatbeständen abgeschnitten worden war, bat schließlich, das Gericht möge doch die außerordentlichen Qualitäten seines Mandanten berücksichtigen. Es schien, als wolle Freisler Adolf Reichwein sprechen lassen. Reichwein begann mit ganz leiser Stimme. Er konnte nicht lauter sprechen. Die Haft mit ihren seelischen Erregungen und körperlichen Misshandlungen hatten ihm die Stimmkraft genommen. Ich konnte seine Stimme kaum vernehmen. Für Sekunden nur waren alle Blicke auf ihn gerichtet. Mich packte eine tiefe Sympathie für diesen Mann. So wie er da stand, war er das Symbol alles Menschlichen
von dem selbst in diesem Augenblick alle Qual des Leidens abfielen. Er begann von seiner Arbeit zu sprechen. Er begann. Und einer Meute gleich brach es aus Freisler heraus: Menschlichkeit, menschliche Werte. Wer das große Vertrauen so sehr geschändet habe wie Reichwein, habe das Recht verwirkt, menschlich bewertet zu werden. Schluss, Schluss, kein Wort mehr, Verbrecher, Verbrecher. Ein Orkan von brutalsten Formulierungen unterbrach die Stille, die sich für einen Augenblick nicht mehr war es, um diesen Menschen gebreitet hatte. Reichwein sprach später kein Schlusswort. Also das kann man sich vorstellen, wie Freisler vorne rechts von hinten zu sehen, die Angeklagten des 20. Juli niedergebrüllt hat. Es gibt sogar Filmaufnahmen, nicht nur Standfotos, und das ist widerlich. Also die Angeklagten sollten gedemütigt werden in diesem Schauprozess und lächerlich gemacht werden. Und Reichwein, und alle, also alle Filme bzw. Standfotos, die ich gesehen habe, da stehen die Angeklagten aufrecht und ungebeugt. Also das ist sehr, sehr beeindruckend. Das sagt manchmal mehr aus, solche Fotos, als wenn man sich in Schriften vertieft und einfach mal diese Wirkung auf sich einfließen lässt. Wir wissen, am Ende des Tribunals steht das Todesurteil wegen Landesverrats, das noch am Nachmittag desselben Tages im Hinrichtungsschuppen des Strafgefängnisses Berlin-Plötzensee vollzogen wird. Adolf Reichwein ist gerade 46 Jahre alt, für viele seiner Zeitgenossen ein Hoffnungsträger für die Zeit des politischen Neuaufbaus nach dem Ende der NS-Diktatur. In Widerstandskreisen wurde er als zukünftiger Kultusministerkandidat gehandelt. Wer war Adolf Reichwein? Wir haben gerade gehört, dass die Stadthalle durch einige Einrichtungen an Adolf Reichwein erinnert und Veranstaltungen wie diese Gedenkveranstaltung hier nicht die einzigen Erinnerungsmöglichkeiten an ihn sind, und dass es auch noch Schriften gibt oder Berichte, Erinnerungen von Zeitzeugen, die die Persönlichkeit Reichweins zum Schillern bringt. Also das haben wir gerade von Ihnen gehört, Herr Wenzel, und ich kenne die Schriften, die auch im Adolf-Reichwein-Archiv aufbewahrt sind. Daraus stammen einige der Zitate, die Sie gebracht haben. Reichweins Lebensweg beginnt im damals preußischen Bad Ems, wo er am 3. Oktober 1898 als erstes Kind einer Volksschullehrerfamilie das Licht der Welt erblickt. 1904 zieht die inzwischen fünfköpfige Familie in das kleine hessen-darmstädtische Dorf Oberrosbach in der Wetterau. Damals ein von Landwirtschaft und Bergbau geprägtes Städtchen am Fuße des Taunus. Wesentliche Impulse, da kann ich jetzt weiterklicken. Für sein weiteres Leben empfängt Adolf Reichwein aus der um die Jahrhundertwende entstandenen Wandervogelbewegung, einer sozialkulturellen Bewegung von Schülern und Studenten, die gegen die starren Normen und zum Teil hohlen Konventionen der wilhelminischen Ära protestierten und selbst einen eigenen jugendgemäßen Lebensstil und neue Wege sozialen Verhaltens zu entwickeln suchten. Zu ihren charakteristischen Ausdrucksformen gehörten Wanderfahrten, ein eigenes Outfit und vielfältige künstlerisch-musische Aktivitäten. Das sieht man hier auf dem Foto, auf dem Reichwein aber nicht zu sehen ist. Das ist ein typisches Wandervogelbild, wie es in dem Archiv der Deutschen Jugendbewegung auf Burg Ludwigstein aufbewahrt ist. Also man sieht die Kniebundhosen, die langen Strümpfe, die sportliche, einfache, spartanische Kleidung, die Klampfe, die immer dabei war, und die einfache Lebensweise. Da bereiten Sie sich wahrscheinlich gerade auf ein Nachtlager in einer Burg, verlassenen Burg, vor. Das war von Ihrem Zeichensystem hier, was die Kleidung betrifft, natürlich eine harte Distanz zu dem, was die Erwachsenenwelt damals trug und welche Aktivitäten sie nachgingen. Im Frühjahr 1917 legt Reichwein als Externer das Abitur am Friedberger Realgymnasium ab.
Nur ein halbes Jahr später wird der Kriegsfreiwillige als Stoßtruppführer an der Westfront schwer verwundet. Das traumatische Kriegserlebnis in den mit hochtechnisierten Waffensystemen geführten Materialschlachten macht ihn zeitlebens zu einem entschiedenen Kriegsgegner. Da sieht man ihn auf einem Foto mal in voller Marschausrüstung. Noch vom Lazarett aus beginnt Reichwein ein breit gefächertes Studium in Frankfurt am Main mit dem Ziel Volksbildung, damals noch ein Beruf ohne klar umrissenes Berufsbild und ohne vorgeschriebene Studienordnung. 1921 beendet er sein Studium mit seiner Dissertation zu dem wirtschafts- und kulturgeschichtlich weit gespannten Thema China und Europa im 18. Jahrhundert an der Uni Marburg. Nur kurze Zeit später wird Reichwein von Robert von Erdberg, hier noch ein Foto aus der Studienzeit, immer noch in der Wandervogelkluft verhaftet. Bereits Ende 1921 wird Reichwein von Robert von Erdberg zum Geschäftsführer des Ausschusses der Deutschen Volksbildungsvereinigung in Berlin bestellt. Nach dessen Auflösung arbeitet er ein halbes Jahr lang für das deutsch-amerikanische Quäkerhilfswerk, ehe er im Herbst desselben Jahres als Geschäftsführer der überregional organisierten Volkshochschule Thüringen nach Jena geht. Schon zwei Jahre später, 1925, übernimmt Reichwein als Nachfolger Wilhelm Flittners die Leitung der Städtischen Volkshochschule in Jena. In dieser herausgehobenen Funktion beginnt er umgehend, die Arbeit der damaligen Volkshochschule völlig neu zu gestalten und ihre Ausstrahlung wesentlich zu erhöhen. Vor allem ist er in Jena, einem Zentrum der Arbeiterbewegung, darum bemüht, auch und gerade den organisierten Arbeiter als das aktivste Element für seine Volkshochschule zu gewinnen. Als erste Maßnahme ersetzt Reichwein die Methode der Vorträge durch Arbeitsgemeinschaften in kleineren Gruppen und macht die Behandlung aktueller politischer und wirtschaftlicher Fragen zum Schwerpunkt seiner Volkshochschularbeit. So finden sich im Veranstaltungsprogramm der Volkshochschule bisher kaum beachtete Themen wie Probleme des 8-Stunden-Tages, Genossenschaftswesen, Wirtschaftsdemokratie oder auch die Entwicklung Russlands wieder. Um zu einer noch konzentrierteren Form pädagogischer Arbeit zu kommen, gründet Reichwein im Frühjahr 1926 mit finanzieller Hilfe der Karl-Zeiss-Stiftung ein von den Bewohnern selbstverwaltetes Jungarbeiterwohnheim nach dem Modell der Leipziger Volkshochschulheime. Bis 1929 durchlaufen unter seiner Leitung 3 einjährige Lehrgänge mit jeweils 9 bis 12 jungen Arbeitern das Heim. Reichwein hat teilweise oder zeitweilig selbst mitgewohnt in dem Volkshochschulheim. Und hier sieht man ihn in der Mitte sitzend zum 29. Geburtstag im Kreise seiner Schüler in dem Volkshochschulheim. Die Jungarbeiter gehen tagsüber ihrer normalen Berufstätigkeit nach und beschäftigen sich an 3 Abenden in der Woche in Form von Arbeitsgemeinschaften mit Problemen aus den Bereichen Staats- und Wirtschaftslehre sowie Naturkunde. Mehrwöchige Studienexpeditionen, unter anderem nach Skandinavien und Südosteuropa, schließen diese einjährigen Lebens-, Lern- und Arbeitsgemeinschaften als krönende Höhepunkte ab. Hier sieht man die Gruppe auf einer Wanderung in Jotunheimen in Norwegen nach dem Erklimmen eines Gipfels, eines schneebedeckten Gipfels. Unterbrochen wurde die Arbeit in Volkshochschule und Jungarbeiterheim durch eine fast einjährige Forschungsreise, die Reichwein im Auftrag der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft, was heute die Deutsche Forschungsgemeinschaft ist, 1926-27 durch Nordamerika, Alaska und Mexiko bis nach Japan und China führt. Hier sieht man ihn auf der Fahrt durch Nordamerika in einem Ford-Modell Tin Lizzy, Ford T, das erste fließbandproduzierte Automobil der Welt.
Mit diesem Gefährt ist er durch die Rocky Mountains gefahren, also abenteuerliche Erlebnisse hat er später veröffentlicht, und von dem Fahrzeug sprach er immer nur als seinem Hotel. Also er hatte dort auch genächtigt und sich das richtig, so gut es ging, unter den begrenzten Möglichkeiten wohnlich eingerichtet. Als Resultat seiner Expedition veröffentlicht er in den weiteren Jahren sein 600 Seiten umfassendes wissenschaftliches Hauptwerk »Die Rohstoffwirtschaft der Erde«, in dem er aus ökonomischen und politischen Erwägungen heraus nachdrücklich für eine europäische und globale Verständigung zwischen den Nationen plädiert. Er selbst bezeichnet sich in dieser Zeit in Briefen und Gesprächen gern als europäischen Planetarier oder planetarischen Europäer. In den nächsten Jahren erscheinen neben seinem schriftstellerische Qualitäten verratenden Erzählband »Erlebnisse mit Tieren und Menschen« die mehr historisch und soziologisch akzentuierten Bücher »Mexiko erwacht« und »Blitzlicht über Amerika«, mit denen er in diesen Jahren seine Reputation als Weltwirtschaftsexperte nachdrücklich begründete. Er entwickelt in dieser Zeit überhaupt einen enormen Aktionsradius und ein ungewöhnlich weit verzweigtes Kommunikationsnetz. Er ist ständiger Mitarbeiter der Zeitschriften Sozialistische Monatshefte und Vivos Voco, die von Hermann Hesse herausgegeben wurde. Er beteiligt sich an internationalen Jugendtagungen, veranstaltet mit Fritz Klatt in dessen Volkshochschulheim in Prerow auf dem Darß Ferienkurse mit Jungarbeiter- und Studentengruppen, organisiert politisch-pädagogische Kongresse im Jenaer Volkshaus, hält unter anderem Vorträge an der Hochschule für Politik in Berlin und leitet zeitweilig die Wirtschaftsschule in Jena zur Ausbildung von Betriebsräten. 1928 wirkt er zusammen mit dem Breslauer Soziologen Eugen Rosenstock-Hüssy maßgeblich am ersten von drei Arbeitslagern mit Arbeitern, Bauern und Studenten bei Löwenberg in Niederschlesien mit. Und man fragt sich immer, wenn man das so, jetzt lese ich es ja nur vor, aber wenn man sich damit beschäftigt, woher er die Zeit nahm, bis mich jemand aus der Familie, ich glaube Sabine, aufgeklärt hat, dass er mit wenigen Stunden Schlaf auskam und dass er eigentlich immer an beiden Enden brannte, feurig und nie einen müden Eindruck gemacht hat. Also nachher in den letzten Lebensjahren sieht man das auf Fotos, wie er dann doch auch gerade unter den psychischen Anstrengungen in den 40er Jahren gelitten hat und wie er auch körperlich abgebaut hat. Im März 1929, Sie hatten das schon erwähnt, Herr Wenzel, folgt Reichwein einem Ruf ins preußische Kultusministerium in Berlin. Das mache ich jetzt ein bisschen knapper. Er übernimmt die Leitung der Pressestelle, wird persönlicher Referent des parteilosen Kultusministers Karl-Heinrich Becker und ist deren Kernstück die Neuordnung der Volksschullehrerbildung durch die Errichtung pädagogischer Akademien ist. Mit Beckers Rücktritt Ende Januar 1930 scheidet auch Reichwein aus seinem Referentenamt aus. Noch im April desselben Jahres wird Reichwein vom neuen preußischen Kultusminister Adolf Grimme von der SPD zum Professor für Geschichte und Staatsbürgerkunde an der neu eröffneten Pädagogischen Akademie in Halle an der Saale ernannt. Von der Überzeugung geleitet, das kommt noch, ich hatte es früher eigentlich eingebaut, von der Überzeugung geleitet, dass ein Volk, ich zitiere, im Stadium entfalteter Verkehrswirtschaft und weit differenzierter Produktion nicht mehr autoritär regiert werden kann, sondern nur noch auf dem Grund autonomer Verantwortung jedes Einzelnen zu führen ist, wird für ihn die Erziehung der zukünftigen Lehrer zu geistig und sittlich mündigen, das heißt zu urteils- und entscheidungsfähigen Staatsbürgern, das oberste Bildungsziel seiner pädagogischen Arbeit. Da werden wir morgen wahrscheinlich noch einiges drüber hören. Der fliegende Professor, Sie hatten das ja auch schon erwähnt, jetzt liefere ich die Bilder dazu,
wird Reichwein, der, wie schon bekannt, ein eigenes Sportflugzeug besaß, respektvoll von den Studierenden genannt, der fliegende Professor, begründet in dieser Zeit eine soziologisch und wirtschaftskundlich akzentuierte Gegenwartskunde. Er entwickelt eine soziale Praxis mit Exkursionen und Freizeiten, betreut Lehrerpraktika, die er im Sommer in Form von Zelt, im Winter als Skilager durchführt und organisiert Arbeitsgemeinschaften für Arbeitslose mit politischen Aussprachen. Den Flugschein hat er in der Nähe von Leipzig in Schkeuditz abgelegt. Das noch als Ergänzung. Unmittelbar nach den Septemberwahlen 1930 tritt Reichwein in die SPD ein. In ihr erkennt er das einzige realistische politische Gegengewicht gegen die aufsteigenden nationalistisch-völkischen Bewegungen. Auch wenn er noch einige Jahre zuvor in einer öffentlichen Diskussion auf die Frage, welcher Partei er nahe stünde, in der ihm eigenen Art gesagt hat, er gedenke sich an der Peripherie des Sozialismus als Freibeuter anzusiedeln. Früh warnt Reichwein vor dem neuen, lebensgefährlichen Kollektivismus der Blutjünger, für die Blutverehrung und Blutvergießen gleichermaßen Ersatz für Geist und Religion ist, wie er 1931 in einem Brief an den eng befreundeten und eben schon erwähnten Romanisten Ernst Robert Curtius schrieb. Persönlich und politisch steht Reichwein in dieser krisengeschüttelten Phase der Auflösung und Zerstörung der Weimarer Republik dem Kreis der religiösen Sozialisten um Paul Tillich und Karl Mennecke nahe. Zusammen mit seinen späteren Freunden im Kreisauer Kreis, Carlo Mierendorf, Theodor Haubach, Harald Pölchau und Adam von Trotz zu Solz, gehört Reichwein dem Beirat der Neuen Blätter für den Sozialismus, dem wichtigsten Publikationsorgan der religiösen Sozialisten, an. Als Repräsentant der Neuen Blätter nimmt Reichwein im Oktober 1932 an der berühmt gewordenen Tagung auf der Leuchtenburg bei Kahla zu dem Thema Mit oder gegen Marx zur deutschen Nation teil. Sein Referat beendet er mit dem Plädoyer: Das Proletariat ist der Vortrupp für den Kampf um den Sozialismus, um der Nation willen. Wenige Monate nach Hitlers Machtübernahme, Ende April 1933, wird der 34-jährige sozialdemokratische Hallenser Akademieprofessor Reichwein, ebenso wie seine frisch vermählte Ehefrau Rosemarie, die Dozentenkollegin in Halle, vom neuen NS-Kultusminister Bernhard Rust mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Das Foto, das wohl so um 1932 entstanden sein muss, zeigt Adolf Reichwein schon zusammen mit seiner späteren Frau Rosemarie Pallert rechts neben ihm direkt. Sie hatten ja die Geschichtchen schon vorgetragen mit dem Flugzeug, Nachtflug und Tagflug. Und dann landeten die, glaube ich, auf dem Flughafen in Berlin und dann standen sie mit ihrem kleinen zerbrechlichen Vogel neben einem großen Flugzeug und fühlten sich wie so ein kleines Vögelchen unter den Flügeln des großen Flugzeugs. Die Pädagogische Akademie Halle wird umgewandelt in eine Hochschule für Lehrerbildung, das haben wir jetzt gehört. Für kurze Zeit nach seiner Entlassung vor die Alternative gestellt, dem Ruf auf einen Lehrstuhl für Wirtschaftsgeografie in der Türkei zu folgen, also zu emigrieren, entschließt sich Reichwein zum Bleiben. Das türkische Angebot hatte sich zuletzt wohl auch zerschlagen. Er stellte beim preußischen Kultusministerium einen Antrag auf Versetzung in das Amt eines einfachen Volksschullehrers und bekommt im Oktober 1933 die einklassige Landschule in Tiefensee, 35 Kilometer nordöstlich von Berlin, in der Mark Brandenburg übertragen. In den folgenden 5,5 Jahren entwickelt Reichwein Unklarheiten und Kompetenzstreitigkeiten unter den NS-Behörden und Organisationen taktisch geschickt ausnutzend sein reformpädagogisches Schulmodell, in dessen Rahmen er ein zukunftsweisendes Konzept praktischen und sozialen Lernens mit Kopf, Herz und Hand verwirklicht.
Im Zentrum der Schularbeit steht die handwerkliche Arbeit. Manuelle Tätigkeiten begleiten und krönen den projektartig gestalteten Unterricht. Sie vertiefen und veranschaulichen die Unterrichtsvollzüge in allen Schulfächern. Das sind Aufnahmen aus seinem Buch Schaffendes Schulvolk. Die lasse ich jetzt mal so durch und kommentiert durchlaufen. Das ist Weltkunde am Globus. Dann von Korn zum Brot, ein Projekt im Unterricht. Und das die Fortführung des laufenden Bands der Geschichte, das einmal im Klassenraum über alle vier Wände hinweg angebracht wurde, sodass alle Kinder, auch die, die so vor sich hin träumten, nie umhin kamen, von dem laufenden Band der Geschichte zu lernen, sich anzuschauen und zu lernen. In seinen beiden pädagogischen Hauptwerken, Schaffendes Schulvolk, 1937 erschienen, und Film in der Landschule, 1938, finden diese aktiven Jahre in Tiefensee einen bleibenden Niederschlag. Naja, hier sieht man noch aus seinem Buch Film in der Landschule, wie eine Gruppe von Schülern den Dia-Projektor oder den Filmapparat wieder in Gang setzen. Also da gab es auch so Spezialgruppen, die also für den Mädchenunterricht dann auch Hilfestellung leisten mussten. Im Mai 1939, wenige Monate vor Beginn des Zweiten Weltkrieges, wird Reichwein vom Reichserziehungsministerium als Museumspädagoge an das Staatliche Museum für Deutsche Volkskunde in Berlin berufen, um die Leitung seiner Abteilung Schule und Museum zu übernehmen und auszubauen. Auf museumspädagogischen Vorarbeiten seiner Mitarbeiter aufbauend, entwickelt Reichwein in den Kriegsjahren ein differenziertes Rahmenkonzept für die Zusammenarbeit zwischen den beiden Bildungsinstitutionen Schule und Museum. Er plant und organisiert mehrere große Schulausstellungen zu den Themen Töpferei, daraus stammt dieser Begleitschriftumschlag mit der Aufschrift »Mit wenig Lehm und viel Verstand macht der Töpfer allerhand«. Und auf dem Krug sieht man das Hakenkreuz. Also Töpferei war das eine Thema, danach kam eine Ausstellung zur Weberei, gefolgt von Holz- und Metallverarbeitung, die die Lebensbedingungen der Handwerker ebenso zeigen wie den gesamten Produktionsvorgang und die Technik- und Wirtschaftsgeschichte. Ob Reichweins Übersiedlung von Tiefensee, ja, das ist der Ausstellungskatalog zu Holz. Ob Reichweins Übersiedlung von Tiefensee nach Berlin schon in der Motivation begründet war, sich am aktiven Widerstand gegen das NS-Regime zu beteiligen, lässt sich nicht mit letzter Gewissheit sagen. Informiert über entsprechende Aktivitäten in oppositionellen Kreisen, war er während der 5 Jahre in Tiefensee gleichwohl. Sicher aber lässt sich sagen, dass der Umzug in die damalige Reichshauptstadt Voraussetzung war für die Reaktivierung und Intensivierung alter und Initiierung neuer Kontakte zu Gleichgesinnten. Seine Arbeit am Museum und die damit verbundenen mehr als 100 Dienstreisen zwischen 1940 und 1944 quer über das Reichsgebiet gestreut, werden mehr und mehr zum Tarnmantel für seine illegale Arbeit im aktiven Widerstand gegen das NS-Regime. Seit 1940 hat er wieder persönliche Kontakte zu den sozialdemokratischen Widerstandskämpfern um Carlo Mierendorf, Willy Brundert, der übrigens in den frühen 1930er Jahren Vorsitzender des Sozialistischen Studentenausschusses in Halle gewesen ist, Wilhelm Leuschner und Julius Leber. Vor allem aber schließt er sich der Widerstandsgruppe um die Grafen Helmut James von Moltke und Peter Jörg von Wartenburg an, dem Kreisauer Kreis, an dessen konspirativer Planungsarbeit für eine geistige, politische und soziale Neuordnung Deutschlands er vor allem als Bildungs- und Wirtschaftsexperte maßgeblich mitwirkt. Aufgrund seiner vielfältigen Kontakte ist er zudem der Verbindungsmann der Kreisauer zu verschiedenen Widerstandsorganisationen in Deutschland und auch im benachbarten Ausland.
bei mehreren großen konspirativen Zusammenkünften auf dem Moltkeschen Gut in Kreisau in Schlesien 1942-43, wohin auch die Familie Reichwein, hier sieht man den Vater mit den drei Ältesten, mit den drei ältesten Kindern, Sabine 1941, noch nicht drauf. Jetzt muss ich mich erstmal hier orientieren. Bei mehreren großen konspirativen Zusammenkünften auf dem Moltkeschen Gut in Kreisau in Schlesien, wo die Familie Reichwein nach der Ausbombung in Berlin umzog und dort in Obhut genommen wurde von der Familie von Moltke. 1942-43 und bei ungezählten kleineren Treffen, häufig auch in Reichweins Dienstzimmer im Prinzessinnenpalais unter den Linden, befassen sich die Kreisauer mit dem staatlichen und wirtschaftlichen Neuaufbau in Deutschland nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Im Zentrum der programmatischen Überlegungen zur angestrebten gesellschaftlichen Neuordnung steht die Idee von einer auf kommunalen, wirtschaftlichen und kulturellen Selbstverwaltungskörperschaften aufbauenden Gesellschaftsstruktur, von einem dezentralen Staatsaufbau von unten nach oben, basierend auf dem Prinzip von Eigenverantwortung und Mitbestimmung jedes Einzelnen. Das Hauptziel ihrer politischen Planungen ist die Überwindung der alten nationalstaatlichen Rivalitäten, die zweimal schon zu Weltkriegen geführt hatten, und die Bildung einer europäischen Föderation freier, souveräner Staaten mit gesamteuropäischer Regierung. Ab Herbst 1943 knüpft der Kreisauer Kreis auch engere Verbindungen zu Klaus Graf Schenk von Stauffenberg. Ab Anfang 1944 zielen vor allem Yorck und Leber stärker auf ein Attentat und einen Umsturz hin. Seit April 1944 bemühen sich insbesondere Reichwein und Leber um Verbindungen zu kommunistischen Gruppen, um deren Unterstützung nach dem Ende des NS-Regimes zu gewinnen. Die Ruhe und Rastlosigkeit in diesen Jahren mitten im Krieg, wo kaum einmal Zeit für sich selbst oder die Familie blieb, aber auch sein entschiedenes Vorwärtsdrängen, das unbedingte Handeln müssen, kommt besonders eindringlich in einem Brief zum Ausdruck, den Reichwein Ostern 1944 von Kreisau aus an seinen Schwiegervater Ludwig Pallert geschrieben hat. Er schreibt: Es wartet überhaupt viel auf mich, aber ich bin ferner denn je der gelehrten Muse. Manchmal beneide ich die, die sich auf ihre Bücher zurückziehen und es den anderen überlassen, um die Zukunft im Tageskampf zu stehen. Aber in der Entsagung stärkt mich die Überzeugung, dass Zeitalter erst erfüllt werden können, wenn die Schwelle erkämpft ist. Und je seltener die Kämpfer sind, umso mehr Verantwortung liegt auf den wenigen. Was der Mangel an Kampfgeist, an Versäumnissen heraufbeschwört, habe ich in meinem Leben nachdrücklich erfahren. Ein entsetzliches Feld torso gebliebener Versuche liegt hinter uns. Was mich betrifft, so möchte ich nicht Mitschuld tragen an diesen Versäumnissen, wie schwer es auch ist, die Aktion mit der Kontemplation lebendig zu verbinden. Über Freunde aus seiner Jenaer Zeit als Volkshochschulleiter hat Reichwein Kontakt zur Führungsspitze der kommunistischen Widerstandsorganisation in Deutschland aufgenommen. Die Frage einer möglichen Kooperation mit dem kommunistischen Widerstand ist im Kreisauer Kreis allerdings heftig umstritten. Den ersten Versuch einer Öffnung des Freundeskreises nach links hatte ein Jahr zuvor Carlo Mierendorf, unterstützt von Theodor Haubach und Adolf Reichwein, unternommen. In einem Programmaufruf zur sozialistischen Aktion vom Ende Mai 1943 war Mierendorf für die Bildung einer überparteilichen Volksbewegung zur Rettung Deutschlands unter Einbeziehung der Kommunisten eingetreten. Wichtigste Forderung in dieser Kampfschrift war der Aufruf zur Verwirklichung von Menschenwürde und politischer Freiheit. Mit Wissen und Billigung Stauffenbergs und Yorcks begeben sich Reichwein und Leber als Vertreter der Sozialdemokratie am Abend des 22. Juni 1944
zu einem Treffen mit führenden kommunistischen Funktionären, das gegen 18.30 Uhr in der Praxis des Berliner Arztes von Reichwein, Dr. Rudolf Schmidt, beginnen sollte. Nach der getroffenen Vereinbarung sollten Leber und Reichwein sowie zwei Mitglieder des Zentralkomitees der KPD an dieser hochbrisanten, konspirativen Zusammenkunft teilnehmen, aber der Mittelsmann Ferdinand Thomas, der die Kommunisten einführte, brachte entgegen der Abmachung drei Personen mit. Von den erschienenen Verhandlungspartnern waren zwei tatsächlich KPD-Funktionäre, nämlich Anton Sefko und Franz Jakob, der zusammen mit Leber Mitte der 1930er Jahre im KZ Sachsenhausen gefangen war, die sich also aus dieser Zeit persönlich kannten. Der dritte war Ernst Rambo, ein Gestapo-Agent mit dem Decknamen Hermann, der sich in das Vertrauen von Sefko eingeschlichen hatte und von diesem unaufgefordert und ohne Einladung zu diesem Treffen mitgebracht wurde. Im Verlauf der Verhandlungen, in denen man die Gegenpositionen vorsichtig abtastete, zeigte sich, dass die Kommunisten, den vorliegenden Quellen zufolge, den Anschauungen Lebers viel weiter entgegenkamen, als es dieser erwartet hatte. Sie wollten freie Demokratie, Beibehaltung von Grundbesitz und Privateigentum außer Konzernen und Großkapital, stimmten auch nicht-kommunistischen Gewerkschaften zu. Sie betonten, dass sie nicht von Moskau gesteuert würden, sondern die unabhängige illegale KP im Deutschen Reich vertreten. Beide Seiten brachten zum Ausdruck, dass sie über geeignete Persönlichkeiten verfügten, die in der Lage seien, nach dem Zusammenbruch die Führung zu übernehmen. Gegen Ende dieses ersten Sondierungsgesprächs wollte Jakob noch wissen, was Leber tun wolle, um den Tag X, also den Umsturz, herbeizuführen. Leber antwortete, dass er darauf nichts sagen könne. Die Aussprache war damit beendet, aber die gemeinsamen Interessen ließen es nützlich erscheinen, noch ein zweites Mal zusammenzukommen. Für den 4. Juli 1944 wurde ein weiteres Treffen in der Nähe des U-Bahnhofs Reichskanzlerplatz vereinbart. Doch dazu kommt es nicht mehr. Adolf Reichwein wird am 4. Juli 1944 beim Verlassen des S-Bahnhofs Heerstraße fast gleichzeitig mit Franz Jakob von der Gestapo verhaftet. Anton Sefko gerät noch am selben Tag, Leber einen Tag später, in die Fänge des Geheimdienstes, der Geheimstaatspolizei. Auch Schmidt und Thomas werden an den folgenden Tagen festgenommen. Als am 20. Juli 1944 das Attentat Stauffenbergs auf Hitler scheitert, werden alle unmittelbar an dem Umsturz Beteiligten und fast alle Kreisauer verhaftet, die meisten von ihnen zum Tod verurteilt und hingerichtet. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, während der dreimonatigen Haft, erst in dem Polizeigefängnis in Görden, anschließend in der Prinz-Albrecht-Straße in Berlin, wurde Reichwein gefoltert. Also während der Gerichtsverhandlung versagte ihm die Stimme. Also es gibt Zeugen, die sagten, dass es damals so, was heute unter Waterboarding läuft, damals schon von der Gestapo angewandt worden ist und dass er auch körperlich misshandelt worden ist, an Ketten gelegt wurde und geschlagen wurde. Und es gibt einen Zettel, der auch im Adolf-Reichwein-Archiv liegt, den Adolf Reichwein während dieser Haft seiner Frau, die ihn besuchen wollte, die er aber nur im Vorübergehen sieht, steckt er ihr einen Zettel zu und dort sind Blutflecken drauf gewesen. Und die Kleidung hat deine Mutter, glaube ich, auch abgeholt und gewaschen und die war auch voller Blut gewesen. In einem überlieferten Gespräch mit dem ehemaligen lettischen Wirtschafts- und Finanzminister Alfred Waldmanis im Juni 1944, also nur kurze Zeit vor seiner Verhaftung, begründet Reichwein seinen Standpunkt zum Attentat oder seinen geänderten Standpunkt zum Attentat. Er war erst gegen den Tyrannenmord aus ethischen Gründen, hat aber dann zugestimmt. Und diese Worte, die der ehemalige Finanzminister Waldmanis
überliefert, könnten sein Vermächtnis gewesen sein von Reichwein. Es müssen, ich zitiere daraus, es müssen entscheidende Schritte unternommen werden, um das deutsche Volk und die europäische Kultur zu retten. Es ist tragisch, zu Mitteln greifen zu müssen, die ich aus meiner ganzen inneren Einstellung heraus ablehne. Wir werden auch bestenfalls kein eigenes Leben mehr haben. Das werden wir unseren Kindern und der Zukunft des deutschen Volkes zum Opfer bringen müssen. Doch um dieser Zukunft willen muss es sein. Es ist schon sehr, sehr spät, aber noch nicht zu spät. Sie werden sehr bald ein anderes Deutschland sehen. Rosemarie Reichwein, die 2002 im Alter von 98 Jahren verstorbene Witwe, hat öfters erzählt, wenn wir zusammensaßen, dass sie sich mit Blick auf die Politik der 1990er Jahre im wiedervereinten Deutschland manchmal frage, ob diese Opfer der Männer und Frauen des Widerstandes nötig waren für das, was daraus geworden ist. Mit besonders großer Sorge registrierte sie den seinerzeit stark ansteigenden, rassistisch motivierten und gewalttätigen Rechtsextremismus. Was würde sie heute sagen? Wie wenig verankert auch der Widerstand des 20. Juli 1944 in der politischen Kultur der Bundesrepublik ist, zeigt sich gerade in diesen Tagen. Ohne nennenswerte Proteste, von einem Aufschrei der Empörung ganz zu schweigen, lassen wir zu, dass sich nun die neue Rechte im Umfeld von AfD, Pegida, identitärer Bewegung als die eigentlichen Erben des 20. Juli-Widerstandes inszenieren. Deren Kalkül ist klar. Mit der Aneignung des 20. Juli-Erbes wollen sie sich als Widerstandskämpfer in einem unfreien Staat, der von einer Kanzlerdiktatorin, so Höcke und Gauland vor kurzem wieder, regiert wird, stilisieren und dabei gleichzeitig eine Distanz zum Nationalsozialismus zum Ausdruck bringen. Es liegt an uns, ob diese Rechnung aufgeht. Die überzeugten Demokraten dieses Landes sollten das Vermächtnis des 20. Juli nicht länger ausschlagen. Es gilt lautstark aufzuzeigen, wofür der Widerstand gegen den Nationalsozialismus stand, für die Würde des Menschen und die Herrschaft des Rechts. Reichwein, und damit will ich schließen, verkörpert auf eindrucksvolle Weise eine Alternative zur NS-Zeit. Er ist ein Sinnbild für Konsequenz und Zivilcourage, für Zukunftsoptimismus und Verständigungsbereitschaft, aber auch für einen bewundernswerten, nicht zu brechenden Gestaltungswillen, der ihn davor bewahrte, seinen Gegnern die Zukunft zu überlassen. Er entlastet nicht die deutsche Geschichte, sondern macht ihr Gewicht schwerer, denn er zeigt, was möglich war. Damit bin ich am Ende. Vielen Dank. Herzlich danken und als Erinnerung eine kleine Gabe zur Lehrerbildung hier in dieser Region. Ach ja, das wäre ja nicht nötig. Aber vielen Dank, das ist bestimmt eine spannende Lektüre.
Veit van Vliet für seine musikalische Darbietung. Das war zum Schluss von Frédéric Chopin, die Etüde in Astur, Opus Posthumus. Ich kann an dieser Stelle noch für Interessenten eine Neuigkeit ankündigen. Eine Gruppe von Studenten der Hochschule in Merseburg hat im letzten Semester eine Annäherung an die Pädagogische Akademie und Adolf Reichwein und Elisabeth Lochmann begonnen. Work in Progress, es kann ein kleiner Film eingebracht werden, der sozusagen die Zeit vor 1933 beleuchtet. Etwa 20 Minuten würde der Film noch dauern. Er war heute erst fertig, sodass ich ihn in der Ankündigung nicht ankündigen konnte. Aber wenn Sie so viel Geduld noch haben, dann würde dies eine aktuelle Annäherung mit sich bringen. Jetzt muss ich hier gerade die Technik soweit. Alle, Adolf Reichwein, Elisabeth Lochmann und Hans Arbeck, der nun später dazugekommen ist, aber hier für Halle, für die Entwicklung der Lehrerbildung eine ganz große Bedeutung gewonnen hat nach 1946. Es wird jetzt eine Ausstellung eröffnet, moderne Orte der Moderne in Halle, und mir ist es gelungen, die Pädagogische Akademie als einen dieser Orte der Moderne in diese Ausstellung mit hineinzubekommen und damit auch hinzuweisen auf Leute, die in der Pädagogischen Akademie gearbeitet haben. Wir sind hier in den Räumen des Stadtmuseums in Halle, 100 Jahre zurück. Es ist die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, die Zeit am Ende des Kaiserreiches. Viele Modernisierungsprozesse konnten in Gang gesetzt werden in der Architektur, im kulturellen Bereich, im Modedesign und in vielen anderen Bereichen. Und mit der neuen Situation nach Ende des Kaiserreiches kam natürlich auch in den Horizont die Notwendigkeit, im Bildungsbereich etwas zu verändern, weg von den starren Strukturen im Kaiserreich hin zu reformpädagogisch beeinflussten Ideen neuer Schulgestaltung und in dem Zusammenhang natürlich auch einer neu organisierten Lehrerbildung, insbesondere für den Volksschullehrerbereich. Sie sollten nicht mehr vorbereitet werden für eine Untertanenfabrik, so könnte man die Schulen im Kaiserreich, gerade die Volksschulen, bezeichnen, sondern für den demokratischen Staat. Es sollten Volkslehrer ausgebildet werden, deren Kompetenzen darauf hinzielen sollten, Schüler für ein aktives Leben in einer lebendigen Demokratie vorzubereiten. Jetzt sind wir in dem Teil der Ausstellung, die sich mit Schule und Lehrerbildung beschäftigt. Und dabei ist eben die Pädagogische Akademie, die für Halle geplant war, hier eines der zentralen Ausstellungsstücke. Geplant war, ein neues Gebäude zu errichten, das dann leider in dieser Form nicht mehr realisiert werden konnte. Aber in Halle wurde in der Schule, die heute das Giebichenstein-Gymnasium Thomas Münzer enthält, tatsächlich 1930 eine pädagogische Akademie eingerichtet. Hier im Gebäude und in den umliegenden Schulen hat das Akademieleben sich vollzogen. Es ist gelungen, eine Korrespondenzveranstaltung, eine Plakatausstellung zu organisieren, die heute nun im Giebichenstein-Gymnasium Thomas Münzer eröffnet werden konnte. In dieser Ausstellung wird kurz auf die Entwicklung der Pädagogischen Akademie, ihre Standorte und auf einige Personen des Kollegiums besonders hingewiesen. Aufgrund der Weimarer Verfassung von 1919 sollte die Lehrerbildung auch für die Volksschullehrer auf eine akademische Grundlage gestellt werden. Und das hieß, das Abitur sollte als Voraussetzung für das Lehrerstudium gemacht werden. Das gab es vorher so nicht. Und das
preußische Modell der pädagogischen Akademien versuchte, diese Reformintentionen zu realisieren. Ein wichtiges Element dabei war, dass in der pädagogischen Akademie das Studium verbunden wurde mit den Akademieschulen. Es gab eine Jungenschule und eine Mädchenschule, die in der Verantwortung der pädagogischen Akademie waren und die sozusagen als Anschauungs- und Erprobungsfeld für die zukünftigen Lehrer dienen sollten. Die Akademie hatte Möglichkeit, die Lehrer auszuwählen und mit ihnen in Konferenzen und Fortbildungen eine Reformorientierung vorzunehmen, die mit dem, was an Lehre vermittelt wurde, in Verbindung stand. Und hier konnten Studenten dann auch erste eigene Unterrichtsschritte wagen, begleitet durch eben die Dozenten der Akademie. Das große Problem, was mit einer Unterrichtsreform verbunden ist, ist ja immer, wie kann ich die Lehrer qualifizieren für eine neue reformorientierte Praxis? Denn mit dem Beginn einer neuen Lehrerausbildung ist ja die Praxis in den Schulen noch nicht verändert. Es ist sozusagen ein wichtiges Ziel in der pädagogischen Akademie gewesen, eine Vorwegnahme zu organisieren über Unterrichtsstrukturen, aber auch Lebensformen, die so in der Gesellschaft sonst überhaupt noch nicht vorhanden waren. Es gibt eben auch sehr schöne Beispiele für die Umsetzung dieser Reformideen, etwa im Kunstunterricht. Hier ist ein Beispiel dazu da, das aus dem Kunstunterricht des Hans-Friedrich Geist entstanden ist. Ein Buch, das durch Arbeiten von Kindern der Akademieschule gestaltet worden ist. Es ist ein Beispiel dafür, dass stärker als im traditionellen Unterricht projektartig gearbeitet wurde, dass also Reformideen in die konkrete Praxis des Unterrichts modellhaft mit eingeführt worden sind. Und dazu haben wir hier vorne noch weitere Beispiele mit in der Ausstellung vorhanden. Das ist eine Besonderheit deshalb, weil der Direktor der pädagogischen Akademie Auftrag und Möglichkeit hatte, sich sein eigenes Kollegium zusammenzustellen mit der Zielsetzung, dass möglichst eine Einheitlichkeit in den Auffassungen, in den Reformorientierungen des Kollegiums ermöglicht wird, sodass nicht Zwistigkeiten innerhalb des Kollegiums vor den Studierenden ausgetragen wurden, sondern dass möglichst eine Einheitlichkeit in den pädagogischen Auffassungen vorhanden war. Und das ist in Halle wirklich gut gelungen. Julius Frankenberger, der Direktor, war in engem Kontakt zu dem Pädagogen, Pädagogikprofessor in Göttingen, Hermann Nohl, und hatte Kontakt zu dessen Pädagogenkreis, aus dem dann Elisabeth Lochmann, die Professorin für Pädagogik, und einige weitere Kollegen gefunden werden konnten, sodass tatsächlich eine, gerade von der Pädagogik her, eine Einheitlichkeit in den Anschauungen da war, die für die Auseinandersetzung mit den Studenten, die ja zu Ende der Weimarer Republik verschärft durch die politische Entwicklung war, sodass hier in Halle eine recht gute geschlossene Kooperation zwischen Studenten und Kollegium erreicht werden konnte. Zu dem Kollegium gehörte auch Adolf Reichwein, der in der Vorbereitung der Besetzung der Akademien im Kultusministerium gearbeitet hatte und 1930 dort im Kultusministerium ausgeschieden ist und eine Professur in Halle für Geschichte und Staatsbürgerkunde übernommen hat. An Elisabeth Lochmann und Adolf Reichwein lässt sich auch zeigen, dass hier Menschen waren, die selbst Erfahrungen aus der Jugendbewegung mitgebracht haben, die sie
in das Leben der Pädagogischen Akademie mit eingebracht haben, sodass also wichtige reformpädagogische Elemente aus der Jugendbewegung, aus der Kunsterzieherbewegung, aus der Reform der Volkshochschulen in die Arbeit der Pädagogischen Akademie mit eingebunden werden konnte. Ein wichtiges Element der Konzeption der Pädagogischen Akademie war es, dass die Studierenden die Lebenswirklichkeit ihrer zukünftigen Schüler in Stadt und Land kennenlernen sollten. Es war so, dass man mit allen Studenten ein Zeltlager im südlichen Sachsen-Anhalt in Langenberg durchgeführt hat. Man hat dort gemeinsam in Zelten übernachtet und morgens fuhren und liefen die Studenten in verschiedene Schulen in der Umgebung, nahmen dort am Unterricht teil, hospitierten, unterrichteten auch die eine oder andere Stunde selbst und kamen dann nachmittags wieder im Zeltlager zusammen und hatten dort die Möglichkeit, über das, was sie den Tag über erlebt haben, zu reflektieren, zu diskutieren, Alternativen zu überlegen, also in eine kritische Auseinandersetzung mit der erlebten Praxis zu kommen. Und das ist eine ganz wichtige Angelegenheit, denn Praxis zu der Zeit, ich habe das vorher schon im Zusammenhang der Akademieschulen erläutert, die Praxis in den Schulen war natürlich noch nicht eine Reformpraxis, wie sie die zukünftigen Lehrer selbst realisieren sollten, sondern eben die historisch gewachsene Situation des Unterrichts, die im Nachklang zum Kaiserreich üblich war. Hier wird nochmal deutlich, diese Idee der Vorwegnahme, es sollte vorbereitet werden auf eine neue Praxis, die ja noch gar keine Realität war. Und dieses Umdenken, dieses Mitdenken, wie Studenten in der jetzigen Situation angeregt werden konnten, um eine veränderte Praxis dann auch realisieren zu können, das ist eine konzeptionelle Idee, die mit dieser Pädagogischen Akademie verbunden war und die finde ich eigentlich großartig. Für die Ausbildungspraxis bedeutete das aber auch, dass in den Akademieschulen ein veränderter Unterricht auch mit angestrebt wurde und mit den Studenten zusammen auch gestaltet wurde. Und da haben wir nun zum Glück einige Zeitdokumente, Aufnahmen aus Tagebüchern und aus Treffen von Schülern aus Wanderungen und verschiedenen anderen Sachen, wo deutlich wird, dass hier schon reformpädagogische Praxis auch realisiert wurde. Das sieht man an der Einrichtung des Klassenzimmers aus der Art und Weise, wie die Klassenräume gestaltet worden sind und was für Aktivitäten auch entwickelt worden sind. Wenn wir jetzt noch einmal historisch zurückblicken, dann fand diese Entwicklung der pädagogischen Akademien zu einem Zeitpunkt statt, wo die politische Entwicklung keinen großen Spielraum für Reformen mehr zuließ. Es herrschte hohe Arbeitslosigkeit, Weltwirtschaftskrise, die Finanzierung der pädagogischen Akademien, insgesamt auch im Bildungsbereich, wurden eingegrenzt und schon kurze Zeit, nachdem die pädagogischen Akademien, 15 Stück in Preußen insgesamt, aufgebaut waren, kam ein Jahr später der Beschluss, auch aufgrund der Notverordnungen des Reiches zu sparen. Und 1932 wurden schon 8 pädagogische Akademien wieder geschlossen. Halle konnte erst einmal noch weiter existieren, aber es wurden schon keine neuen Studenten mehr aufgenommen. Studenten aus anderen geschlossenen pädagogischen Akademien wurden mit nach Halle verlagert. Das Kollegium wurde auch durch Kollegen aus geschlossenen Akademien ergänzt. Und die Zukunft war bedroht, bis hin dann zu 1933, nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten mit Ende des Studienjahres 32/33 die Pädagogische Akademie umgewandelt wurde in eine Hochschule für Lehrerbildung unter nationalsozialistischem Vorzeichen.
Das Kollegium, das diesen Aufbau der Pädagogischen Akademie zu Anfang getragen hatte, wurde fast vollkommen ausgetauscht, sodass die ganzen Reformideen gar nicht mehr weitergeführt werden konnten. Mit den Schließungen der Pädagogischen Akademie ist eine Person hier nach Halle gekommen, Hans Arbeck, der zuvor in Breslau als Dozent für Deutsch und Deutschdidaktik lehrte. Hans Arbeck war in der Zeit von 32 bis 33 hier an der Pädagogischen Akademie. Er war nach 1945, nach Ende des Zweiten Weltkrieges, der verantwortliche Professor für Pädagogik, der die Lehrerausbildung an der Universität in Halle aufgebaut hat in der damaligen Pädagogischen Fakultät. Wenig bekannt ist bisher, was Hans Arbeck mit der Pädagogischen Akademie verbunden hat, wie er dazu gekommen ist und was er dort gemacht hat und vielleicht auch, wie er es eingeschätzt hat. Ich denke, dass erst mal wichtig zu wissen ist, dass Hans Arbeck ja aus der Gymnasiallehrerausbildung kommt und als Gymnasiallehrer in Magdeburg in der Weimarer Republik tätig gewesen ist. Und dass er aus dieser Tätigkeit heraus dann an die Pädagogische Akademie in Breslau berufen worden ist, und zwar als Dozent, Fachmann für Deutsch. Und als die Breslauer Akademie aus finanziellen Gründen geschlossen wird, wird Arbeck nach Halle berufen, um praktisch die Vielzahl der Studenten, die inzwischen in Halle eingetroffen war, durch die Schließung anderer pädagogischer Akademien praktisch mit bedienen zu können. Und er wird hier zunächst als Dozent für Deutsch eingesetzt und für Methodik des Deutschunterrichts. Das ist der Startpunkt. Und in dieser Tätigkeit hat er selbst dann von sich gesagt, habe er erst die ganze Weite des pädagogischen Horizontes kennengelernt. Das heißt, er wird an dieser Akademie mit ganz anderen pädagogischen Aufgaben konfrontiert, die bisher nicht in seinem Gesichtskreis gelegen haben, in der Gymnasiallehrertätigkeit. Das ist eigentlich so für ihn ein ganz wichtiger Punkt für seine weitere Biografie, die Begegnung mit Elisabeth Blochmann, mit Adolf Reichwein, der besonders mit seinen praktischen Tätigkeiten für die Lehrerbildung auf Arbeck gewirkt hat, was sich dann später in der Pädagogischen Fakultät 1946 deutlich widerspiegelt. Wie war das bei Arbeck, als er quasi hier von der Akademie her vor die Tür gesetzt wurde? Ja, das ist die große Streitfrage, die lange in der Luft gestanden hat. Ist Arbeck praktisch entlassen worden? Inzwischen ist geklärt, dass er im Grunde genommen eigentlich nur für diese Zeit angestellt war bis 1933. Und dass es im Grunde genommen für ihn ein gesetzmäßiges Auslaufen dieser Tätigkeit an der Akademie war und er dann zurück in den Schuldienst nach Magdeburg geht und die Gymnasiallehrertätigkeit, die er vor der Akademietätigkeit ausgeübt hat, in Magdeburg wieder aufgenommen hat. Nach dem Krieg ist, da er in der Zeit im Nationalsozialismus im Grunde genommen sein eigener Charakter geblieben ist, sich hat nicht vom Nationalsozialismus in irgendeiner Form fangen lassen. Er ist zwar Mitglied des Nationalsozialistischen Lehrerbundes gewesen, hat sich aber immer der Mitgliedschaft in der NSDAP verweigert, hat in dieser Zeit Kontakte zur bekennenden Kirche gehabt, der er in seiner Wohnung Heimstatt gegeben hat für Versammlungen. Er ist dadurch in die Beobachtung durch die Gestapo geraten. Er hat verschiedenen Menschen geholfen, zum Beispiel auch einem Kommunisten Martin Schwantes Hilfe geleistet. Er hat jüdischen Kindern Beistand gegeben, sodass er also einen guten Leumund im Grunde genommen aus der Zeit des Nationalsozialismus hatte. Von vielen Schülern auch bestätigt. Es gibt viele Dokumente von Schülern, die bei ihm in der nationalsozialistischen Zeit im Gymnasium Schüler waren, die ihm seine Haltung bestätigen, seine indirekte Widerständigkeit auch bestätigen im Zusammenhang mit Behandlung von Lektüre. Diese neue Struktur der Lehrerausbildung, die ist beeinflusst
von der Pädagogischen Akademie. Und das ist durch seine Äußerung eigentlich auch belegt. Ja? Mit dieser Weite des pädagogischen Horizontes, ja? Und mit der Wesensmitte des Erziehers, die in der Lust am Lehren bestehen müssen, in der Neigung zum Kinde. Das sind Momente, die für meine Begriffe aus der Akademie heraus und aus den Reformpädagogen und aus der Reformpädagogik heraus entstanden sind. Ja. Hier ist also eine über die Person hergestellte Kontinuität im Ideengut der Pädagogischen Akademie festzuhalten. Jetzt konnten wir angeregt durch Ausstellungselemente hier in der Ausstellung des Stadtmuseums einen kleinen Einblick in Ideen, Konzept und Praxis der Pädagogischen Akademie gewinnen. Wir werden uns jetzt aus der Ausstellung verabschieden und fortsetzen an einem der Orte, die direkt mit der Pädagogischen Akademie zu tun hatten. Dort, wo die Akademie geplant war, auf den Höhen der Saaleberge hinter der Bergschenke.